Hallo, ich bin der Hans, ich bin Archäologe am Naturhistorischen Museum und normalerweise um diese Zeit im Jahr arbeite ich schon mit Helm, Lampe und mit Overall. Was glaubt ihr, warum brauche ich diese Ausrüstung? Ja, ich arbeite mehrere Monate im Jahr an einem Bergwerk. Ich habe das große Glück, dass ich mit meinem Team das älteste Salzbergwerk der Welt erforschen darf. Dieses Bergwerk ist in Hallstatt in Oberösterreich. Dort haben Menschen schon vor über 7000 Jahren bemerkt, dass Salz im Berg versteckt ist. Das heißt, in meiner Arbeit geht es um Salz. Ja, was glaubt ihr, wie Salz in einem Bergwerk ausschaut? Finden wir ja, dieses weiße Rieselsalz? Nein, Salz im Bergwerk schaut ganz anders aus. Wir sagen Steinsalz dazu. Und dieses Steinsalz, das kann grau sein, fast weiß. Normalerweise oder meistens ist es braunrot. Aber dieses Salz kann auch wunderschön glänzen und knallorange sein. Ja, und dieses Steinsalz wird in Hallstatt seit Jahrtausenden produziert. Wir vom Naturhistorischen Museum, wir erforschen die Geschichte dieses Salzes und das machen wir gemeinsam mit unseren Partnern, mit der Salinen Austria AG, die produziert heute Salz in Hallstatt und mit den Salzwelten. Die Salzwelten machen diesen Bergbau normalerweise zugänglich für Besucher. Aber momentan ist ja vieles anders, es sind keine Besucher in Hallstatt und auch wir dürfen momentan nicht im Bergwerk arbeiten. Das heißt, eigentlich brauche ich jetzt den Helm nicht. Ich würde euch aber trotzdem gerne zeigen, wo wir in Hallstatt arbeiten und wie wir arbeiten. Und ich kann euch das zeigen, weil wir gerade in einem sehr großen EU-Projekt sind. Mit Partnern aus vielen Ländern in Europa machen wir verborgenes Kulturerbe sichtbar. Verborgenes Kulturerbe, so wie dieses Bergwerk. Und Daniel, ein Archäologe aus Innsbruck, hat gemeinsam mit den Technikern von der Saline einen Teil der Stollen gescannt. Das heißt, ich kann euch jetzt auf eine digitale, eine virtuelle Reise in dieses Bergbau, in dieses Bergwerk begleiten. Wenn ihr mitkommt mit mir, wir gehen jetzt nach Hallstatt und fliegen jetzt in diesen Bergbau rein. Gehen immer weiter rauf ins Salzbergtal und fliegen jetzt in den Kaiserin-Christina-Stollen. Das ist der Stollen, durch den normal die Besucher gehen. Und dieser Stollen ist auch unser normaler Arbeitsweg, wenn wir in Hallstatt sind. Durch den gehen wir jeden Tag rein und gehen dann in diese Seitenstollen, in die wir jetzt gleich reinfliegen. Das sind unsere Forschungsstollen, die haben wir in den letzten Jahren gemacht. Hier erforschen wir einen über 3000 Jahre alten Bergbau. Und weil wir die letzten Jahre so viele Forschungsstollen gemacht haben, haben wir eine gute Vorstellung, wie groß dieser Bergbau war. Diese grüne Wurst, das ist eine Abbaukammer aus der Zeit um 1000 vor Christus. Wir finden in diesen Forschungsstollen den Betriebsabfall, den die Bergleute hinterlassen haben. Und weil wir so viel finden, können wir diesen Bergbau sehr genau rekonstruieren. Wir haben gemeinsam mit den Salzwelten und Szenomedia und 3D-Grafikern diesen Bergbau rekonstruiert und können jetzt mit einer VR-Brille in dieses Bergwerk reingehen. In diesem Betriebsabfall finden wir auch ganz spezielle Sachen. Das, was sich hier jetzt dreht, das ist ein 3000 Jahre alter Lederfetzen und wir haben lange Zeit keine Ahnung gehabt, was das sein könnte. Hier habe ich das gleiche nachgebaut mit. Ja, wir haben lange nicht gewusst, was es ist. Heute reden wir ja viel über Schutzausrüstung, über
Einweghandschuhe und über Masken. Das, also das Original dazu, das sind die ältesten Handschuhe, die wir in Europa kennen. Sind sehr einfach, aber gleichzeitig effizient. Man steckt den Daumen in das Loch rein und schon ist genau der Teil der Hand geschützt, den man schützen muss, wenn man zum Beispiel Werkzeug in der Hand hat. Also das mit diesen Stücken beginnt vor über 3000 Jahren die Geschichte von Handschutz in Europa. Ja, falls ihr Interesse habt, ich kann euch zeigen, wie man einen sehr einfachen Handschuh in der Form selber bauen kann. Wir brauchen nur ein Schwammtuch und eine Schere und ich zeige euch gleich, wie ihr euch selber so einen Handschuh basteln könnt. Jetzt zeige ich euch, wie wir den Handschuh bauen. Wir machen den ersten Schnitt. Wir brauchen diesen Riemen zum Fixieren des Handschuhs am Handgelenk. Das ist der erste Riemen. Jetzt machen wir den zweiten, der ist etwas dicker. Wir schneiden das auch fast bis ganz rauf. Den brauchen wir nicht ganz so lang, den schneiden wir ab. Jetzt brauchen wir hier einen Schlitz. Wir knicken das Ganze um, schneiden einmal rein. Jetzt haben wir hier den ersten Schlitz. Jetzt brauchen wir noch das Loch für den Daumen. Das machen wir hier. Wir knicken das um, schneiden mit der Schere rein. Und damit das Daumenloch weicher ist, machen wir hier ein paar Querschnitte. Auf der anderen Seite. Und unser Handschuh ist schon fertig. Jetzt brauchen wir ihn nur noch anziehen. Wir stecken die lange Lasche durch die kurze, stecken den Daumen rein, machen das Ganze am Handgelenk fest und euer Handschuh ist schon fertig. Ja, wenn wir dann im Sommer Corona hinter uns haben und ihr wollt wissen, wo die Originale von den Handschuhen seid, die ihr gerade nachgebaut habt, die liegen bei uns im Naturhistorischen Museum, dann kommt zu uns ins Museum oder ihr kommt im Sommer nach Hallstatt. Im Sommer ist das Bergwerk wieder offen und wir sehen uns dort im Bergwerk und ich kann euch zeigen, wo wir unsere Forschungsstollen haben. Ja, wir sehen uns im Sommer. Ciao!